Darf eine Fachkraft Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe von Jugendlichen sein? Es ist davon abzuraten, durch eine Mitarbeiterin einer Kommune eine WhatsApp-Gruppe erstellen zu lassen, um dort mit Jugendlichen zu kommunizieren. Denn dort könnte eine personenbezogene Datenverarbeitung stattfinden. Ist das erforderliche Alter der Jugendlichen nicht gegeben, dürfen diese zivilrechtlich kein WhatsApp nutzen. Nutzen Jugendliche unter 16 Jahren dennoch WhatsApp, stellt dieses Verhalten einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen dar. Dieser Verstoß dürfte aber so lange nicht zulasten der Mitarbeiterin gehen, wie diese die Jugendlichen nicht zu einem entsprechenden Verhalten animiert. Solange in einer von Jugendlichen angelegten Gruppe keine personenbezogenen Daten durch die Mitarbeiterin verarbeitet werden, könnte sie dort Mitglied sein. Sie darf allerdings keine Verantwortung übernehmen, zum Beispiel als Administratorin der Gruppe.